Ob man es gut findet oder nicht, es wurde entschieden. Ab nächster Woche rollt der Ball wieder. Die Bundesliga startet am 16. Mai. Wir schauen auf die Tabelle und noch auf einiges mehr. Ja, kommen wir kurz zu den Hard Facts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und dass es weitergeht, wie auch immer. Die Bundesliga startet am 16.05. Samstag und wir werden auch dazu dann noch natürlich im Vorfeld wieder unsere Tipps abgeben und in diesem Video erstmal schauen, wie der Stand der Dinge ist, weil die Bundesliga-Tabelle hat jetzt vielleicht der ein oder andere nicht mehr so parat und da werden wir hier drauf eingehen. Dann geht es weiter mit dem 26. Spieltag und in der ursprünglichen Reihenfolge, wie es auch sonst weitergegangen wäre, halt nur zeitversetzt. Und der letzte Spieltag soll dann, wenn alles paletti läuft, am 27. Juni stattfinden. Ganz genau. Und so sieht's vorne aus. Die wichtigste Frage natürlich, wer wird Meister? Siehst du da eine Überraschung? Naja, Bayern München hat natürlich schon 4 Punkte Vorsprung. Wenn du auf das Torverhältnis gehst, dann könnte man auch sagen 5 Punkte Vorsprung. Aber ich glaube, Dortmund und Leipzig, wenn die vor der Geisterkulisse vielleicht besser zurechtkommen als der FC Bayern, haben da noch einen kleinen Shot darauf. Gladbach würde ich da zu unkonstant als Spitzenmannschaft sehen, trotz der 49 Punkte. Und Leverkusen ist schon letztendlich zu weit weg. Der große Vorteil vom BVB ist natürlich, dass sie noch einmal gegen Bayern spielen. Und da wird sich eventuell die Meisterschaft dann entscheiden. Ist ja unter der Woche dieses Spiel. Und ja, auch wieder ohne Fans im Rücken. Also da hat Dortmund schon mit Schalke und Bayern 2 Gegner, wo die Zuschauer eigentlich der 12. Mann sehr, sehr gut gebraucht werden könnte. Ich denke auch, das wird die Entscheidung oder die entscheidende Frage sein, wie jetzt die Verfolger wirklich mit Geisterkulissen zurechtkommen. Bei Leipzig würde man ja spaßeshalber sagen, für die ist das überhaupt kein Thema. Die sind es gewohnt, von daher vielleicht der Vorteil hier bei den Roten Bullen. Bei den anderen Mannschaften, ja klar, wer glaubt, Gladbach oder Leverkusen können das Feld noch von hinten aufräumen, wäre natürlich durch die Situation vielleicht mal echt was Kurioses. Also jeder wünscht sich wahrscheinlich, dass Bayern vielleicht noch wirklich eingeholt wird von den anderen. Aber gut, wenn man jetzt nach normalen Gesichtspunkten gehen würde, ist der Vorsprung mit 4 Punkten schon recht groß, wenn man denkt, Dortmund hatte in der vergangenen Saison ja schon irgendwie 9 Punkte Vorsprung und ist es nicht geworden. Bayern hat jetzt 4 Punkte Vorsprung, ist natürlich hier in der besten Ausgangssituation. Aber werfen wir mal noch einen Blick, was dahinter so passiert. Stichwort Champions League sieht man hier auf einen Blick zwar auch ganz gut, aber auch die Euroleague-Plätze sind dann vielleicht noch interessant. Für die Champions League geht bis Platz 4 und da hat Leverkusen mit 2 Punkten Rückstand auf Gladbach hier schon mal einen etwas schwierigen Rückstand, aber 2 Punkte sind ja in dem Fall eigentlich nur ein Spiel und das ist dann auch wirklich möglich. Ist halt die Frage, grundsätzlich, wenn man jetzt die letzten Spiele zu Rate zieht vor der Pause, dann würde man sagen, Leverkusen war ja eigentlich gut in Fahrt hier mit 4 Siegen und einem Unentschieden aus den letzten 5 Spielen und könnte vielleicht dann noch Gladbach einholen. Und du hast ja auch schon gesagt, Gladbach vielleicht nicht die konstanteste Top-Mannschaft und da ist vielleicht Leverkusen von der Qualität auch stärker einzuschätzen. Ja, ganz genau. Und ja, Gladbach war ja, glaube ich, relativ auswärts stark. Vielleicht haben sie die gegnerischen Fans gebraucht, aber ich möchte jetzt nicht immer zu sehr auf den gleichen Punkt rumreiten. Ich glaube aber ganz klar, zwischen Dortmund bis Leverkusen werden sich die Champions League-Plätze ausmachen. Das 5. Rad am Wagen quasi kann auch relativ sicher mit der Euroleague planen, weil man sieht es hier schon, der Platz zum 7. oder die Punktevorsprung zum 7. Platz. Der beträgt jetzt schon für Leverkusen 10 Punkte und das sind auch alles Teams dahinter von 6 bis Frankfurt, sage ich jetzt mal, die sicherlich nicht für konstante Siegesserien alle stehen werden und sich gegenseitig auch noch die Punkte klauen werden. Also Schalke, die haben ja einen unglaublich schlechten Lauf, eigentlich mehr oder weniger seitdem sie die Chance hatten, Erster zu werden, läuft es nicht mehr so gut, hatten, wenn es mal gut kam, 0-0 oder so gespielt. Aber gegen gute Teams haben im DFB-Pokal sind sie immerhin
nicht so verkehrt gewesen. Aber für die könnte der Neustart ganz gut sein. Trotzdem sehe ich nicht mehr, dass sie weiter hochkommen können. Vielleicht sechster Platz am Ende wäre definitiv ein Erfolg, wenn man überlegt, von wo sie letzte Saison herkam. Aber Wolfsburg, Freiburg und auch Hoffenheim sitzen ihnen natürlich im Nacken und vielleicht kann auch Köln diese unglaubliche Serie, die sie seit Gisdol haben, hier auch jetzt fortsetzen und noch weiter hoch. Aber für die war natürlich diese Corona-Krise eine absolute Bremse im Lauf. Mal sehen, wie es bei denen weitergeht. Also das wird sehr spannend, ob die Teams da wirklich viel ändern oder ob sie vielleicht auch profitieren von dieser Pause. Das wird sich zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar die international oder mehrfach belasteten Teams hier durch diese Pause stärker zurückkommen, weil sie da ein bisschen mehr Pause hatten. Vielleicht sind sie aber auch mehr außer Tritt. Aber man kann ja viel spekulieren. Werfen wir noch einen Blick ans Tabellenende, denn neben Meister Champions League ist natürlich auch interessant, wer denn hier dann in die zweite Liga muss. Und Paderborn und Bremen stehen hier wirklich nicht besonders gut da, wenn man das so sieht. Das stimmt. Und du siehst auch von diesen 2, 4, 6 Teams, die wir da sehen, haben wir gleich 4, 4,5 Teams, die eigentlich nur Els drin haben. Also für die kann die Pause ganz gut sein. Ich glaube, das wird relativ entscheidend sein, wer von diesen Mannschaften vielleicht auch den besten Teamgeist hat. Das ist jetzt alles ein Restart, das heißt, die Niederlagenserien sind vielleicht auch nicht mehr im Kopf. Man schaut eher nach vorne, man ist gewillt, jetzt einfach noch den Strohhalm zu packen. Es ist ja, Frank Baumann hat auch gesagt, sie sehen jetzt die nächsten oder die letzten Spiele eher als Turnier und wollen sich von Runde zu Runde weiterkämpfen. Ich hoffe natürlich auf Werder Bremen, dass die da rauskommen, weil es mein Team ist. Ich glaube aber wirklich, dass die Teams letztendlich drin bleiben, die eine gute Teamchemie haben, denn die haben sie jetzt natürlich auch schon länger nicht mehr auf dem Fußballplatz gesehen. Und wenn da nicht so eine gemeinsame Stimmung ist, sondern vielleicht vorher mehr Individualität und mehr individuelle Leistungsklasse ausschlaggebend war für die Punkte, umso mehr wird jetzt Teamharmonie und Zusammenspiel der Schlüssel zum Erfolg werden. Und da hoffe ich, dass Werder mit seinen Tugenden wieder dabei ist. Und ich glaube sogar, dass Paderborn sich, wenn die eine eingeschworene Gemeinschaft sind und mit ihrem Trainer, kann ich mir das gut vorstellen, so vielleicht sogar auch noch die Chance sehen, nicht unbedingt auf den 15., aber auf den 16. Platz. Mhm. Also Chris Custodian sagt, Paderborn und Bremen steigen nicht ab. Er sagt, Düsseldorf und Mainz steigen ab, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass Augsburg absteigt. Und die Hertha, naja, seit Klinsmann weg ist, hat er da einen Scherbenhaufen hinterlassen, haben jetzt auch noch einen neuen Trainer. Nachdem Nuri ja nur so eine Zwischenlösung war, ist ja jetzt hier Bruno Lavadia in der Hauptstadt. Und darf man gespannt sein, ob er die Hertha eher wieder nach oben schiebt oder ob der Abstieg der Hertha weitergeht in der Tabelle und dann vielleicht sogar ganz unten. Glaube ich jetzt persönlich nicht. Also du hast Mentalität gesagt, das könnte schon für Paderborn sprechen. Die sind ja eigentlich eine coole Truppe, aber halt einfach vom Etat und von der Qualität her haben sie halt bisher nicht geschafft, die nötigen Punkte einzufahren. Waren ja oft gegen gute Mannschaften auch knapp dran, wie gegen Dortmund und Bayern. Aber gut, vielleicht zeigen sie jetzt in den letzten 9 Spielen wirklich ihr totales Top-Gesicht. Und das ist ja, das ist ja fast Bild-Journalismus, den du da gerade an den Tag gelegt hast. Ich habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Paderborn nach vorne kommt. Ich glaube es aber nicht. Ja, ja. Also maximal können die um den 16. nochmal mithangeln. Ja. Meine Absteiger sind aber tatsächlich Paderborn, Düsseldorf und ich würde es Hertha echt gönnen, nachdem sie dem Jürgen vernichtet haben. Der ist auch noch mit dem Kalou und aber der schöne Bruno, ach, ich weiß nicht. Der dritte, Mainz war enttäuschend. Der dritte Relegationsplatz ist für mich Mainz. Hm. Und Werder kommt da noch raus. Also es blutet mir sogar echt das Herz, weil ich auch ein nicht Bremen-Fan bin, aber natürlich gehören die einfach in die Bundesliga. Das wäre schade, wenn die absteigen würden. Aber da hat es leider auch schon ganz andere wie Hamburg oder Stuttgart, auch Kaiserslautern vor längerem schon ein paar Mal zerbröselt. Und jetzt ist es halt für Bremen an der Zeit, schätze ich. Also ich sehe sie jetzt aktuell nicht da rauskommen, vor allem
weil ja Düsseldorf vor der Pause echt ganz gut gespielt hat. Und die Mainzer grundsätzlich halte ich auch für eigentlich ein junges, starkes Team, das da durchaus die Power hat, da rauszukommen. Und bei denen, die da unten drin sind, weiß ich nicht. Die halte ich einfach für qualitativ schlechter und dann ist es halt der Abstieg am Ende. Aber es sind ja noch 9 spannende Spieltage, da kann ja noch viel passieren. Also du sagst, es bleibt so. Übrigens, das Letzte, was ich noch dazu sagen möchte, Bremen hat auch noch ein Nachholspiel. Wenn sie das vielleicht gewinnen würden gegen Frankfurt, sieht es auch schon wieder sexy aus. Ja. Aber das hier ist die Übersicht. Dafür werden wir nächste Woche Donnerstag unsere Tipps und Ideen abgeben. Also die richtigen Trainingslager, diese Kurztrainingslager, ist ja doch eine relativ kurze Zeitspanne jetzt bis zur Bekanntgabe vom 16. Mai, hat diese Woche begonnen bei den meisten Teams gestern oder vorgestern. Manche sind in eigene Quarantänehotels gefahren, manche bleiben auf dem Trainingsgelände daheim. Und wir haben, glaube ich, einen ganz geilen Spieltag zu sehen mit Dortmund gegen Schalke, was ein cooles Spiel ist. Köln-Mainz ist schon mal ein Spiel, wo Köln, was du gerade gesagt hast, den Gistol weitermachen kann. Es gibt keine Freitagsspiele mehr, aber dafür das ungeliebte Montagsspiel ist in der Quarantänezeit vielleicht sogar ein bisschen beliebter, weil so kann man sich freuen auf Werder, die wir gerade besprochen haben, gegen Leverkusen, die ja vor der Pause sehr, sehr guten Schuss waren. Okay, und wir sehen uns wieder dann am Donnerstag mit den Tipps zu diesen Spielen. Bis dann! Bleibt gesund, stay safe. Wascht euch die Hände.